Ja, aber du musst ja auch mit dem Auto oder mit dem fahren. Ja, genau. Siehst ja, er will ja doch am Fahrzeug liegen. Dann lässt du ihn an. Am Start. Fahren rückwärts. Du bist an den Strand, bleiben an der Theke sitzen und die Füße sind im Wasser. Ja, genau, ja. Aber nur Fett da, ne? Das ist nur ein Schlauch. Also, wenn du denen das Auto weggelöst, ist so. Ja. Kommen die aus dem Haus nicht raus. Und die könnten unter die vom Schlafzimmer in die Küche raus. Wo wir letztes Mal da waren, da hatte ich auch die Station gesehen. Das ist so ein Dampfbad. Ja, gut, das ist der Aussteig. Aber wenn du natürlich jetzt Bier holst, dann holst du dann persönlich 3-4 Kästen für den Abend. Kannst du auch auf der Strecke schleppen. Nur der darf ja nur 3-4 Flaschen kaufen. Der Doktor von Bergen, ja, habe ich gesagt. Der hat mal erzählt, wo er in Amerika war. War der bei so Leuten, die haben dann so ein Barbecue gespielt. Und da waren die noch die Nachbarn gekommen. Sagt er, wenn die Nachbarn, sagt er, nicht direkt neben dran wohnen. Dieses Kuchen, die haben ja alle recht groß. Halt, wenn der neben dran wohnt, dann kommen die eben rüber. Ja, gut, in Kanada kann ich das verstehen. Das war aber nicht in Kanada. Aber selbst wenn die Wunden, Bordstein, gibt es dann. Und wenn du dazu, da hat er hier, der Dr. von Berg, sagt er immer mit einem Band auf so einem Seminar, ne? Und, in der Uni. Da wollte ich was essen gehen und von der Uni halt zu dem Restaurant, also zu der Innenstadt da rein, dachte, da waren vielleicht 800 Meter, und sagen wir, sagt er, Kilometer. Dann haben die aber das Wetter schön war und die ja Zeit hatten, geh mal ein Stück zu Fuß. Ne? Und auf halber Strecke sind sie vom Bullen angehalten worden, was die denn hier machen würden. Achso, ja.